Heute backen wir Lego-Bausteine. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kochkanal Kochen mit Melody. Wir machen heute zusammen Lego-Bausteine. Die backen wir heute zusammen und die sind für alle Geburtstage einfach ein absoluter Hingucker. Ich habe sie für meinen 5-jährigen Sohn gebacken, der 5 Jahre alt geworden ist und natürlich auf Lego steht. Und es war wirklich wie ein Magnet für die Kinder. Es ist wirklich ganz einfach zu machen, also jeder kann das. Wir werden erstmal einen Blechkuchen backen, dann schneiden wir die Steine zurecht, dann kommt eine Glasur drauf und Smarties. Und man braucht ein bisschen Geduld, ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber wie gesagt, jeder kann das. So, und jetzt legen wir los mit den Lego-Bausteinen. Für die leckeren Lego-Bausteine brauchen wir 400 Gramm Weizenmehl, 350 Gramm Butter, 200 Gramm Zucker, 6 Eier, 3 Teelöffel Backpulver, 2 Päckchen Bourbon Vanillezucker und 2 Prisen Salz. Als erstes geben wir die Butter in eine große Schüssel und die Butter sollte unbedingt weich sein. Dann geben wir den Zucker hinzu und den Vanillezucker und dann wird das Ganze schön schaumig geschlagen für ungefähr 2 bis 3 Minuten. Anschließend kommen die Eier rein und zwar einzeln und jedes Ei wird 30 Sekunden untergerührt. Dadurch erlangt ihr wirklich einen super fluffigen und leckeren Teig. Jetzt mische ich Backpulver und Mehl und dann gebe ich das in 2 Teilen in den Teig hinzu. Also erstmal die Hälfte vom Mehl und Backpulver untermischen und dann kommt die zweite Hälfte rein und das wieder gut untermischen, bis hier ein schöner Teig entsteht und so sieht der Teig dann am Ende aus. Als nächstes nehme ich mir hier so einen Bretter, so eine Bratform für den Backofen und lege hier Backpapier rein. Ich mache das nicht auf dem Blech, weil sonst wird der Teig sehr dünn oder das, was danach dabei rauskommt und ich möchte doch unterschiedlich dicke Steine haben. Deswegen nehme ich ein etwas kleineres Backblech als das normale, was in den Ofen passt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und der Teig kommt da rein und dann wird das alles schön glatt gestrichen. Und dann schneide ich hier noch das Backpapier ein bisschen weg. Das flattert sonst im Ofen so rum und deswegen schneide ich es lieber ab. Und jetzt kommt das Ganze in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für circa 25 bis 30 Minuten. Und so sieht dann unser Blechkuchen aus. Es duftet herrlich. Und hier ist er, also nicht zu dünn, nicht zu dick, nicht zu hoch. Und genauso sollte er sein. Ich drehe jetzt den Teig auf den Kopf, denn ich brauche die flache Seite nach oben und nicht die gewölbte, deswegen eben die untere Seite nach oben gucken lassen. Jetzt schneide ich hier noch die Ränder ab, denn unsere Lego-Steine sollen ja gerade werden und keine Rundungen haben. Und hier seht ihr auch, wie dieser Kuchen von innen aussieht, also richtig lecker, löchrig und sehr fluffig. Jetzt habe ich mir hier 4 Smarties draufgelegt auf den Kuchen, damit ich einfach ungefähr weiß, wie groß mein Stück werden soll. Jetzt schneide ich das einmal so ein Viereck aus und das gleiche mache ich jetzt mit 6 Smarties. Die Lego-Steine haben ja unterschiedliche Formen und auch dieses schneide ich jetzt hier zurecht und mein Teig ist jetzt doch sehr hoch geworden, deswegen werde ich jetzt auch ein paar machen, die eben nicht so hoch sind und schneide die dann einfach in der Mitte durch. Also ich mache wirklich unterschiedlich große und unterschiedliche Höhen und ich finde das richtig cool. Wenn irgendwas uneben ist, dann könnt ihr das einfach gerade schneiden. Und das werden dann am Ende unsere Lego-Steine und das sieht einfach richtig cool aus. Ihr werdet sehen. Also hier unterschiedliche Formen, unterschiedliche Höhen. Und die Lego-Steine brauchen jetzt natürlich auch bunte Glasur. Dafür brauchen wir jetzt 300 Gramm Puderzucker, 2 gepresste Zitronen und bunte Lebensmittelfarben. Ich habe jetzt hier, wie Lego-Steine auch sind, gelb, rot, grün und blau genommen und Smarties. Den Puderzucker gebe ich jetzt in eine große Schüssel. Dann gebe ich hier Zitronensaft rein. Aber Achtung, nicht alles. Wir tasten uns hier wirklich peu à peu ran, denn einmal zu viel Flüssigkeit und schon war's das mit der Glasur. Also hier muss man wirklich ganz langsam arbeiten. Lieber zu wenig nehmen als zu viel. Ihr könnt ja immer wieder was dazu schütten. Wenn der Zitronensaft nicht reichen sollte, könntet ihr auch ein bisschen Wasser nehmen. Aber Achtung, die Glasur muss wirklich stimmen, denn sie darf nicht zu dick sein, aber auch nicht zu flüssig. Wir wollen ja nicht, dass sie die Lego-Steine runterläuft. Deswegen tastet euch da wirklich langsam ran. Und dann wird die Glasur in 4 Schüsselchen aufgeteilt.
Und dann färbe ich meine Zuckerglasuren in den Lego-Steinfarben. Und zwar wird hier als erstes meine blaue Glasur gemacht. Übrigens hat hier die Farbe nicht gereicht, deswegen habe ich hier noch mehr reingetan. Hier habe ich auch erstmal gelbe Farbe gemacht, dann hat es nicht gereicht oder ich fand es nicht intensiv genug. Dann habe ich einfach noch ein bisschen mehr Gelb reingemacht. Also immer dran denken, eher am Anfang weniger benutzen und dann kann man immer noch mehr hinzufügen. Meine vier Farben sind so perfekt. Ich finde, sie ähneln wirklich den Lego-Bausteinen. Und jetzt brauchen wir noch M&M's Schokolinsen. Und zwar habe ich hier M&M's genommen und keine Smarties, weil die Farben von den M&M's ein bisschen kräftiger sind als die von Smarties. Und jetzt geht es los mit der Glasur. Ich nehme mir hier einfach ein Stückchen von meinem Kuchen, gebe ein bisschen Glasur auf das Stückchen und dann verteile ich das entweder mit dem Finger oder einem Löffel, so wie ihr es am besten findet für euch, einfach auf dem Kuchenstück und dann gebe ich ein Smartie in der jeweiligen Farbe, die dazu passt, eben mit der Glasur auf das Steinchen und das passt wirklich wie Faust aufs Auge und es sieht einfach klasse aus und ihr seht, es kullert hier seitlich auch nichts runter, also das ist ein bisschen Übung, ihr könnt ja, ihr habt ja genügend Bausteinchen, um mal zu testen, wie die Glasur ist, sollte sie zu flüssig sein, könnt ihr immer noch ein bisschen Puderzucker hinzufügen, aber so ist es wirklich sehr, sehr gut. Und dann kommt hier wieder gelbe M&M's drauf oder Smarties, wie auch immer. Genau, und das ist einfach perfekt farblich auch einfach. Es ist einfach super stimmig. Und hier sind unsere Lego-Steinchen und ich finde sie absolut fantastisch. Ein richtiger Blickfang. Und ich hoffe, ihr macht sie nach und ich hoffe, die Augen der Kinder werden genauso glänzen wie an meiner Geburtstagsparty. Ich habe hier übrigens noch ein bisschen mehr Deko reingemacht und zwar so Mario-Stecker, weil mein Sohn auch auf Mario steht. Ich verlinke es euch auch gerne mal in die Infobox. Vielleicht habt ihr ja auch Interesse dran. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ja, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. So, meine Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr macht sie nach, diese Lego-Bausteine. Die Augen werden staunen. Und ich verspreche euch, es wird ein Hit auf der Geburtstagsparty. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Viel Spaß beim Nachmachen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr dieses Video fandet und ob ihr Lust bekommen habt, es nachzumachen und ob das was für euch ist. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Besucht mich gerne auch auf Instagram unter einfach Melody und wir sehen uns hoffentlich hier nächste Woche wieder. Tschüss!